So, einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zur Pressekonferenz des ERC Ingolstadt nach der Partie gegen die Straubing Tigers. Ich darf beide Trainer begrüßen, links Gästetrainer Jürgen Rumrich und rechts ERC-Coach Bob Menno. Und darf natürlich zuerst den Gästecoach um sein Statement bitten zu der Partie. Ja, einen schönen guten Abend. Ja, ich bin natürlich überglücklich über die 3 Punkte heute. Ich denke, die hat sich die Mannschaft heute wirklich verdient. Die haben unheimlich einen Willen gezeigt. Wir hatten doch einen sehr schwierigen Start, waren viel in Unterzahl, speziell im ersten Drittel. Und ja gut, die Mannschaft hat immer an sich geglaubt, hat gearbeitet und natürlich auch mit Mike Bells super Torwart gehabt heute. Der hat alles raus, hat uns im Spiel gehalten. Und ja, und zum Schluss haben wir einfach vielleicht auch heute mal ein bisschen das Glück gehabt, was wir die letzten Spiele vielleicht nicht gehabt haben. Danke. Dankeschön, Jürgen Rumrich. Bob Menno, your statement tonight. Yeah, well, what can I say? I mean, Bales stood on his head. He played a great game. And, you know, we had our chances in the first and second period with all the power plays. We couldn't put the puck in. We had a chance to close the game probably in the second period. We didn't do it. And then it looks like we had a little bit of a hangover from Friday's game. And we ran out of gas in the third period. And like I said, they stole the 3 points that we had a chance for. But they played well and they played smart. And at the end, they ended up with the points. Er sagt auch, dass Mike Bales natürlich hervorragend gehalten hat. Wir hatten in den ersten zwei Drittel, im ersten und zweiten Drittel sehr, sehr viele Chancen. Wir sind sehr angerannt gegen die Straubinger. Eigentlich haben wir die Punkte natürlich hier gerne behalten und wahrscheinlich auch verdient gehabt von den Chancen Übergewicht. Und so nimmt Straubing natürlich jetzt den Sieg mit nach Hause. Gibt es Fragen heute Abend? Alles soweit geklärt? Okay, dann darf ich Jürgen Rumrich seiner Mannschaft einen guten Nachhauseweg wünschen und wir sehen uns dann wieder am kommenden Sonntag zum Heimspiel gegen die Krefeld Pinguine ab 18:30 Uhr. Danke.